Yo, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht es um die XM8 Adventure oder einfach nur ADV. Ja, woher ihr sie bekommen könnt, ist natürlich aus dem Black Market, ist ja ganz klar. Ist einer der ältesten Crates übrigens. Und, die Waffe habe ich noch nicht reviewed, ist mir gerade aufgefallen auf meinem YouTube-Channel. Und da ich ja jetzt mal Zeit hatte, um ein Review zu machen, habe ich die Chance genommen, um ein Review zu machen. Aber, okay, kommen wir zurück zum Review. Reload Time 2,1 Sekunden, Full to Empty Mag 3,4 Sekunden, Bullets 35 zu 105, Total Bullets, also 35 plus 105 ist natürlich 140. Mathe Genie, piu! Egal. Ja, an Schaden auf den Oberkörper macht ihr ungefähr an die, sagen wir mal so, 38 bis 40. Auf die Füße macht ihr dann ungefähr 18 bis 19 und auf den Kopf macht ihr 100 auf jeglichen Distanzen. Ja, und die XM8 ADV hat diesen besonderen Triple Burst, den ihr mit Rechtsklick aktivieren könnt. Und dann habt ihr eben halt Dreierschuss. Also ich weiß nicht, Triple Burst. Ja, das kann man dazu sagen. Ist einfach nur ein Dreierschuss, also drei Schuss pro Klick. Und mit Rechtsklick kommt ihr da wieder raus und schießt dann wieder automatisch. Auf jeden Fall, die XM8 ADV ist eigentlich eine wirklich schöne Waffe. Wirklich. Also, Reload Time ist hingegen zu der normalen. Nö, ist alles gleich. Zudem gibt es außerdem Wallbang. Was ihr auch eigentlich im Video sieht, dass sie Wallbanged hat. Wallbang. Und, naja. Ja. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ich habe eigentlich Videomaterial für 3 Minuten zugeschnitten. Gut, ja, das war's auch schon wieder zum Review. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst doch mal einen Kommentar da. Liked es, favorisiert es, abonniert es, teilt es mit euren Freunden, schaut bei meinen Partnerkanälen vorbei. Und ja, auf jeden Fall, die XM8 ADV und die XM8 sind die einzigen XM8s hingegen zur XM8 Spring, die Wallbang haben. Und man sieht es ja, wie gesagt, im Video. Und enjoyt euch einfach den Rest des Videos. Tschüss, ey! Bis dann. It's tea time, bitch.